So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raider Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Gleichzeitig ist heute Abend natürlich 18 bis 19 Uhr die Raid-Stunde mit Terrakium. Wenn ihr unterwegs seid und Raids macht, könnt ihr mich einladen, wenn ihr mit mir befreundet seid und Raid-Mania-Punkte verdient, denn ich werde wieder eine Stunde lang die Raid-Stunde als Raid-Mania von zu Hause aus übertragen. So, gleichzeitig werde ich wohl einen Gast haben, denn der Timo, also der Bitur, wird wohl heute Nachmittag zu mir stoßen, mit mir zusammen die Raid-Stunde streamen, Wrestling gucken, vielleicht ein Bierchen trinken, morgen dann zusammen den Community-Raid machen, wenn Cobalium kommt, denn morgen wechseln schon wieder die Raid-Bosse, Community-Raid machen, wenn Mega für Nondor kommt, denn der kommt auch morgen rein, dann wird es also einen Stream und zwei Videos mit Timo geben, ja. Wenn ihr Timo sein wollt, schreibt es in die Kommentare, denn er hat einfach gefragt, hat gesagt, er würde gerne und dann kann er einfach und dann fertig sein. Das ist jetzt aber egal. Jetzt zu den Highlights der Woche und Videostart kommt, würde Natururin sagen. Angefangen hat die Woche hier beim Tobi, der ist nämlich Glücksfreund geworden mit mir, beziehungsweise eigentlich nicht er, aber sein Bruder ist Glücksfreund geworden mit mir, genau. Dann der King Hammer. Danke, Ramses, für die zwei Raids und einen ganz lieben Dank für das 100%. Ich hoffe, du hast auch Glück. In den Raids hatte ich keinen, zwar bei Viridium jetzt über 300, 1000 XL und noch mehr. Muss jetzt also jeden Lucky Trade immer mit Viridium machen, damit ich den direkt auf 50 pushen kann. Dann hier beim 123 Kid ein 100% Riolu. Mann, hat er Glück, mehr Glück als Verstand. Dann bin ich glücklich geworden mit Erzengel Michael, mein Frankfurt. Genaya hat auf dem Meri-Account ein 100% Terrakium in Shiny bekommen mit Wetterboost aus dem Raid in Hildburghausen. Denn ich poste meinen täglichen Raid, den ich mache, immer in die Raid-Gruppe. Wer da Bock hat mitzumachen, kann da mitmachen, trägt sich ein, wird eingeladen. Und da hat sie einfach ein 100er Terrakium mitbekommen. Baloo zeigt uns seinen Shiny Snubbull. Alidon, also der Papa von Baloo, ein 100er Kickli, alles Waldbronn. Dann nochmal 100er Menki, Julchen mit einem Shiny Gala Pandimus Wild. Hab ich auch gefragt, war es wild? Die Tatsache, dass du so eins hast oder wild? Weil es wild war und es war wild. Was ich wieder total dumm fand von der Yantic, dass sie einfach nicht kommuniziert haben. Hooper, Raid Tag, Hooper, Elite Raids, Top Raids. Ja, nach dem Raid kann es sein, dass besondere Pokémon um die Arena spawnen, hin und her. Vögel und so wurden da mal genannt beim ersten Mal. Dann wurde schon gar nicht mehr wirklich kommuniziert. Diesmal wurde gar nicht angekündigt, was überhaupt in den Hooper Raids ist, was in den Top Raids ist. Es war dann wieder Hooper, was man mitgekriegt hat, wenn man mal nach Neuseeland geschaut hat oder so. Die Leute überall berichtet haben davon, die Spieler mussten es selbst rausfinden. Deswegen denke ich, solange nichts anderes gesagt ist, ist immer Hooper drin. Und plötzlich tauchen wilde Galapandimos um die Arena auf. Jemand wie ich, der natürlich in der Raid-Tour ist und von Raid zu Raid zu Raid zu Raid gefahren ist mit dem Auto im Stream, hatte gar keine Zeit zu gucken, was um die Arena auftaucht. So, da kam die Info natürlich relativ spät und für die meisten war es auch schon zu spät. Danke Niantic, danke dafür, ihr seid die Besten. Dann der Dandro hat hier geschickt, einfach mal mit der Frau getauscht, ohne dass wir Glücksfreunde waren. Da haben sich die 180 Raids gelohnt. 100% Glücksschlinking. Da sieht der Hintergrund sogar gut aus, weil der ist dunkel, das stört das Helle nicht und er ist fett, das heißt, er verdeckt einfach alles. Und hier nochmal dazu, ihr könnt natürlich weiterhin Shiny Galapandimos aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen. Ihr müsst nur jeden Tag euren Stempel abholen, 7 Stempel sammeln, den Durchbruch dann haben. Und im Durchbruch habt ihr die Möglichkeit, 1 von 6 Pokémon zu bekommen. Und da habt ihr vielleicht ein Galapandimos, aber das muss dann auch noch Shiny sein. Also ist schon ein bisschen verzwickt, da ranzukommen. Und dann braucht ihr auch noch 2, wenn ihr die Familie voll haben wollt, weil der entwickelt sich ja noch zu Pandifrost. Schlinking! Ihr habt 3 Monate Zeit. 3 Monate Gala. Geh doch weg. Schlinking. So, dann nochmal Dandro. Mein Tag heute hier. Gala Zapdos gefangen. Meine Woche. Gala Lavados gefangen. Dann bin ich mit dem christlichen Glücksfreund geworden. NetGhost zeigt uns, wenn Thomas eine Katze wäre und wenn Tobi eine Katze wäre, dann bin ich Glücksfreund geworden mit Fallout Pipeboy, Greeky und Benny aus Erfurt.
Ich habe schon wieder 36 Glücksfreunde oder so. Ich werde die einfach nicht los. Machst einen weg, drei neue kommen dazu. Ist fast täglich so. Timo hat hier ein Arcani aus der Hisui-Region. Das sieht auf jeden Fall fett aus. Ist auch ein 100er, könnt ihr ja brüten und so Zeug. Dann haben wir hier noch ein zweites. 27.07., 29.07. Österreich. Und dann haben wir hier sogar noch ein Myriador, 31.07. auch 100%. Das ist fett, das ist brutal, das ist genial, das ist selten vor allem. Timo noch mit dem Shiny Terrakium, dann der Bierschanger, Shiny Marmolita, Shiny Schallquap, Pokehanda, Shiny Schallquap, Menki, Terrakium, Nocchan, Menki, Viridium, Dusselgur und 100% Menki oben noch dabei gewesen. Okay, war jetzt nicht so das Krasseste, so habe ich es nicht nochmal einzeln gemacht. Bei Sarina, die hat sich jetzt hier in Shiny Sarina umgenannt. Auch so eine Übersicht hier. 100er auf dem richtigen Account wäre mir lieber gewesen, aber danke nochmals für das Shiny. Gab schon lange keins mehr bei Raids für Zuschauer. Hier auch 100er Terrakium. Fertig. Dann Shiny Terrakium, nochmal Shiny Grillmark, Galazapdos und 10-10-10er Hupa, das 100er von unten. Das habe ich euch nochmal groß gemacht, dass ihr das seht. So, Kaiser Kai, 100% Sneebel. Endlich habe ich auch ein 100er Sneebel. Was man so alles findet, wenn man mal den Account seiner Schwester aufräumt. 100% Meryl. Einfach 4 Sternchen eingeben, siehst du alles von deiner Schwester. Burnt Down Steve, hier auch, im Tagebuch eingetragen. Arctos wurde gefangen, das 447er, und dann Zapdos ist geflüchtet. Guckt euch das Level an. Kleines Level, gefangen. Großes Level, geflüchtet. Aber dann, noch größeres Level, auch gefangen. So oft diese Vögel nacheinander ist eigentlich schon eine fette Sache. Manche haben noch gar keinen gesehen seit Release, aber die machen bestimmt noch nicht täglich ihren Rauch. Ich mache gar keinen Rauch mehr, muss ich sagen, seitdem ich alle drei Vögel jetzt in Lucky auf Level 40 habe. Lasse ich den Rauch weg, spare Zeit, das war mein Ziel, das habe ich erreicht. Jetzt habe ich wieder andere Ziele. Samuel Wapp hier mit einem Shiny Anorit. Jenna mit einem 100er Absol. Mit einem Shiny Terrakium, Shiny Kikli, Shiny Caboera, 100er Nocchan aus der Feldforschung, Glücksfreund mit Ramses, Alexander Ahringer, endlich Shiny Nocchan in Pokémon Go, Shiny, 100er Hypopotas, endlich in Pokémon Go, ja. Andy for Back, Highlights aus meiner Woche, Büstro, so, das ist das Highlight, Menki schillernd, erlöstes 100er Nocchan, nochmal Shiny Menki, jawohl, Reike, Shiny Mediti, Dragonite, 100er Glücksbotogel. Dann seine Shinies in der letzten Zeit. Wenn ich das arme Vadribier sehe, da wird mir schlecht. Genauso wie bei Mamfaxo, obwohl, warte mal. Mamfaxo, das hat ein kräftiges Blau. Ich glaube, das ist noch vertretbar. Ich weiß, jeder sammelt was anderes. Er ist, glaube ich, auch einer von denen, der will jedes Shiny in Lucky haben. Bei dem Gedanken wird mir schon richtig übel. Ansonsten, ja, Vadribier Shiny ist auf jeden Fall trotzdem richtig cool. Und beim Faxo Shiny eben auch. Also das sind eigentlich die zwei Highlights und genau die zwei sind auch Lucky. Dann 100er Botogel aus dem Lucky. Vegimac, 100er Shiny. Hä? Das hättest du als Schocker der Woche einreichen können. Aus einem Lucky Trade ein 100er Shiny Vegimac. Das wäre auf jeden Fall richtig brutal gewesen. Ninja Tom als 100er ist auch mega selten, richtig genial. 100er Gattewar, Margarita Somnium, erlöstes Voldilam, Hydrobigram, Murks. Also eigentlich alles dabei, aber das 100% Shiny Vegimac, ja, geht halt unter in der Masse jetzt gerade. Sören aus der Quest bekommen und kann die Gala-Familie fertig machen. Ein 100er Porenta hat schon ein Lucky 100er Porenta und hat es dann auch entwickelt zu Lauchzelot. So, so sieht das gut aus. Dann habt ihr hier nochmal den Unterschied zwischen Pokémon Scarlet und Pokémon Violet, weil Karmesin ist ja die Vergangenheit und Purpur ist ja die Zukunft. Das sieht alles also viel heftiger aus. Verdammt, Pupsi sagt immer, ich sehe aus wie der Grinch, wenn meine Locke hochsterzt. Ich habe jetzt keine mehr, aber trotzdem, jetzt weiß ich auch warum, deswegen habe ich auch Karmesin gewählt. Celal, Inkognito gefangen. Einfach so, 7.12. Warum nicht? Dann Celal nochmal.
Das ist ja doch Jason aus Selm, hat hier seinen Trainercode aufgeschrieben und seinen Empfehlungscode. Möchten wir es mal vorlesen? Wenn ihr mit Selal, mit der Legende, befreundet sein wollt, dann edit jetzt die 1575 7585 7004. Ich wiederhole, 1575 7585 7004. Das kostet die 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Handygebühren können abweichen. Ich glaube, er hat schon mal seinen Trainercode hier reingeschickt und alle, das ist natürlich auch eine Idee. Und wahrscheinlich haben da auch schon viele geedet, also, ja. Schreiben tut er mit mir eigentlich nicht. Er schickt immer nur 50 Bilder und das war's. 50 Bilder, das war's. Selal, wenn du mich verstehst, dann schreib mir mal, Ramses, ich verstehe dich, in die Kommentare. Dann hat er außerdem noch ein Shiny Charmian bekommen, Shiny Nocturne, Shiny Valma, Shiny Makuhita, 100er Kikli, Keldeo 96%. Ich habe jetzt nicht jedes Keldeo abgedingst, aber das war das höchste und beste Keldeo, was mir geschickt wurde. Alle anderen waren schlechter. 96 war das Beste, was ich gesehen habe aus der Community, was mir geschickt wurde. Wenn ihr einen 100er habt, wäre Schocker der Woche gewesen. Hätte man machen können. Übrigens, der Kollege, der im Stream war bei den Hooper Raids, der gesagt hat, ich hab schon 300% Hooper gefangen, wa? Ich gesagt, das ist krass. Schick's mir doch rein. Schocker der Woche, garantiert. So was Krasses hat keiner. Hat sich natürlich nicht gemeldet, hat natürlich nichts reingeschickt, aber er hat halt wenigstens schon 300%ige Hooper. Okay. Finde ich schade, dass man sowas nicht reinschickt. Dann Shiny Mediti und dieses Bild sieht besonders genial aus, weil der schwebt richtig in der Luft, hat die Beine zusammen, macht diese Meditationspose, also richtig starkes Bild. Macholo 100, Capoeira 100, Glücks, merkt euch das, Flunkiefer erlöst 100, Mogelbaum, Shiny, Kamau erlöst, Capoeira, ne, merkt euch das nicht, warte mal, merkt euch nicht das. Merkt euch hier, 100% Capoeira und 100% Nocturne nicht erlöst, aber beide getauscht. Ihr seht, Capoeira tauscht von Dex aus Selm und Nocturne auch getauscht. Das heißt, aus normalen Trades, ohne Lucky zu werden, sind die beiden trotzdem 100%ig geworden. Das heißt, weil viele mal fragen, wie kriege ich denn bessere Pokémon oder sonst was, tauscht am besten mit jemandem, mit dem ihr ein gutes Freundschaftslevel habt, immer mal ein paar Pokémon hin und her. Wenn ein Event war, ihr habt 100 Nocturne gefangen, der andere auch, tauscht die halt hin und her. Dann kriegt ihr extra Bonbons dafür, ja. Und ihr könnt auch 100er durch Zufall kriegen noch, als wenn ihr keins gefangen habt. Tauscht halt ein bisschen, macht das halt so. Trade Sessions machen auch Spaß mit der richtigen Person, wenn ihr da so Sachen austauscht untereinander. Elke, Shiny Yorkliff und dann bei Kaisi der Erste wohl Shiny Makuhita. Thomas Speck, 100% Viridium. Da könnte ich schon wieder ausrasten. Der hat beim letzten Mal schon alles als 100er bekommen. Dann kommt er an mit Viridium. Hat einfach bei 18 Raids 100% Viridium gehabt. Ich nach 300 nix, er nach 18 hat eins. Und hat danach sogar noch eins bekommen. Also letzte Woche hat er eins bekommen. Diese Woche hat er schon wieder eins bekommen. Das heißt, er hat jetzt 200%ige bei 18 Raids. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dann kriegt er natürlich direkt auf das 100er Terrakium hinterher. Warum? Warum denn? Ich verstehe es nicht. Silvio, bei dem habe ich alles gelöscht. Da hatte ich die Nase voll. Silvio geht jetzt in die Zucht, hat er gesagt. Der hat hier ein Magenta und noch ein Magenta und ein Charmian. Alles natürlich 100%ige aus den letzten 2 Wochen. Und die Shinies, die er uns zeigt aus den letzten 2 Wochen. Kikli, Sneebel, Terrakium, Mediti, Hariyama, Aspirau, Kikli, Honliu, Zigzags, Magenta, Pikachu, Stolrak, Bidiza, Formio, Zigzags. Dieses Magenta ist wohl vom Raid Day, ja. Da steht aber Mega-Entwicklung. Ich weiß, dass da Mega-Entwicklung steht. Die Farbe hat schon wieder gewechselt. Ich bin schon wieder blau. Eben war noch Farbe drin. Hallo Farbe. Boah, da ist noch Samyang. Soßenreste an der Hand. Okay. Benjamin, fürs Duo direkt bekommt. Fürs Duo direkt belohnt worden. Ich übersetze es euch mal. Fürs Duo direkt belohnt worden. Boss hatte Zen-Kopfstoß Erdbeben. Hat er geschafft, 67 Sekunden, Shiny bekommen. Dann Duo mit Katapult Steinhagel, 59 Sekunden Restzeit. Dann
Das hatte ich auch noch nie. XL Bonbons Tausch mit zwei Accounts. Beide haben dieselben IV. Einfach getauscht. Beides ist 100% geworden. Einmal mit 292, einmal mit 400. Beide 100%. Drassler. Glücks. Drassler. Genial. Und weil es so toll war, 99er. Weil es so toll ist, gleich noch eins hinterher. Endlich ein 100er für Galagladi. So, das auch noch. Dann das nächste Duo. Wieder alle Attacken im Duo geschafft. Katapult und Nahkampf. Und wieder mit dem Shiny belohnt. Hier 67 Sekunden übrig. Das nächste Shiny bekommen. Annika hat uns ihre Burger geschickt. Ich warte noch auf den Tag, weil sie im Stream jedes Mal sagt, sie geht jetzt in die Wanne. Und dann, sie war gerade in der Wanne. Und dann, ich mache jetzt mir gerade Burger. Bei uns gab es einen Burger zum Mittag. Und dann schickt sie mir ein Bild von ihren Burgern. Irgendwann schickt sie das Bild aus der Wanne. Und dann ist das so Schocker der Woche. Dieses wie Nova bei Seven vs. Wild. Ich gehe jetzt mal ins Meer rein, okay? Ich bin aus dem Meer wieder draußen. Und dann ist sie die Erste, die ausscheidet. So, wenn ihr auch heute schon ausgeschieden habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Geitsch hier mit einem Shiny Makuhita. Henry gerade aus dem Ei bekommen. Shiny Togepi. Lenz Hart. Schöner Hintergrund. Schönes Bild. Schönes Pokémon. Schöner Schnee. Alles schön. Schöner roter Ball. Shiny Capoeira. Glitzert wunderbar. Lenz Hart. Niantic Wayfarer. Wild sterben. Fotos aus. Sterben. Kriterien. Sterben betroffen. Vorgeschlagene Fotos zu sterben. Kriterien erfüllen. Yendik hat den Wunsch zu sterben. Yendik, was macht ihr da? Das ist bestimmt, deswegen redet Lennart immer so komisch, bei seinem Handy wird alles so angezeigt und dann wundern wir uns, was er immer redet. Dabei hat sein Handy einfach die Lenzhardt-Sprache erfunden. So, King Hammer, das ist doch was. Zwei gemacht, dann das jetzt, muss ich das doch raiden. Wollte eigentlich meine Münzen sparen für was anderes. Die dünnen Beine stören mich nochmal, lieben Dank. Wer genau aufgepasst hat, weiß, dass das Viridium ist von King Hammer, was wir am Anfang schon gezeigt haben. Ich aber einmal aus der Gruppe aus Versehen abgescreent habe, erst nochmal privat geschickt hat mit einem anderen Text. Und eigentlich wollte ich es weglassen, aber diesen Text mit die dünnen Beine stören mich doch etwas, fand ich lustig. Also habe ich es drin gelassen. So, Gewinnspiel. Welches Pokémon wurde in dieser Sendung zweimal gezeigt und war doppelt dabei? Schreibt es mal in die Kommentare. Brainy Ständer, hier auch 100% Bidiza, Baloo nochmal hier, Shiny Porenda, Lauchzelot, alles dabei, Baloo mit dem Krypto-Shiny, Macholo, Feuerwehrfra, Shiny Terrakium, Shiny, Makuhita, 2 und 100% Makuhita, Flen, okay, danke, gerade bekommen, Bishenaya, 100% Shiny Terrakium. Deswegen konnte das von Genaya auch kein Schocker der Woche sein. Es muss ja was Einmaliges sein. Wenn wir aber zweimal das fette, brutale, geniale Teil hier drin haben, dann ist es natürlich kein Schocker der Woche. So, wir machen jetzt hier irgendwelche Faxen an dem Gesicht von der Dame. Und ich würde sagen, jetzt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Dantro. Könnt ihr euch noch erinnern, Dantro vorhin mit seiner Frau getauscht, 100% Schlinking, Glücks bekommen, einfach so, random Trade, waren nicht mal Glücksfreunde, aber jetzt hier, das wäre noch was für den Schocker der Woche, habe ich all die Wochen vergessen, ich habe im Urlaub an der Nordsee mit meiner Frau zweimal Zapdos getauscht und zweimal 100% Lucky erhalten und einen auf Best Buddy gepusht, siehe selbst. Zapdos 4 Sterne, beides 100%, beides Lucky, beides im Urlaub mit der Frau, nacheinander, also zwei verschiedene Tage, 3500, 3900, Best Buddy Badge hier dran. Durch Tausche halten mit MoMa, Mörs, Nordrhein-Westfalen, am 10.7. getauscht. Hier auch nochmal am 8.7., also am 8.7. und am 10.7. zwei Glücks-Pokémon. Das war natürlich fett, das war natürlich krass. Das hier habt ihr nicht gesehen. Das existiert gar nicht in Pokémon Go. Und ja, dann würde ich sagen, Grüße gehen raus an Dantro, danke dafür. Grüße auch an Dumanoman, weil die kommen beide nämlich aus Duisburg. Aus Duisburg? Sagt man Duisburg oder Duisburg? Duit. Aus Güstrow, aus Günzberg. Ihr kommt auf jeden Fall aus Duisburg, genau. Das war es jetzt von meiner Seite aus.
Ich bin immer noch extrem mega blass. Wir sehen uns heute Abend in der Raid Mania. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, ich freue mich auf eure Einladungen zu Terrakium. Und am Wochenende Raids für Zuschauer mit Cobadium und Mega für Nondor. Sonntag ab 10 Uhr. Ciao.